Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen hier im EDC-Bereich, meine Stifte, Kugelschreiber. Gestern haben wir ja den Böcker Kugelschreiber angeguckt, wirklich robustes Teil, Robusto. Ein extra gern benutztes Schreibgerät von mir ist mein KWCO Lilliput Füller. Habe ich bisher halt immer nur zu Hause verwendet, da ich eigentlich nicht so die Möglichkeit hatte, diesen kleinen Stift ohne Clip mitzunehmen. Aber dank dem TFK EDC WLT hat man natürlich hier die Möglichkeit, hier einen Füller zu transportieren. Da muss ich dann aber sagen, gestaltet sich, wenn man mal unterwegs schnell was schreiben will, zum Beispiel beim Bezahlen an der Kasse oder an der Tankstelle, wo man mit der EC-Karte bezahlt, aber nicht mit Geheimnummer, sondern mit Unterschrift auf dem Kassenbon unter noch quittieren muss, ist das natürlich immer so eine Geschichte, bis man dann diesen Füller rausgeholt hat, aufgeschraubt hat, Deckel wieder hinten drauf geschraubt hat, weil sonst kann man kaum schreiben, weil er zu kurz ist, und dann geschrieben hat und dann das Ganze auch wieder rückgängig versorgt hat, ist das natürlich immer so eine Geschichte. Aber er schreibt sehr schön. Sehr schönes Schriftbild. Man muss ja auch hier dazu sagen, diesen KWCO Lilliput gibt es ja in zig verschiedenen Ausführungen vom Material her. Es gibt diese Reihe so als Füller und auch als Kugelschreiber. Und es gibt unterschiedliche Federn hier vorne in unterschiedlicher Stärke und Ausführung. Das kriegt ihr hier bis zum Kalligraphie-Kunstmine, die hier vorne abgesägt die Spitze hat, um hier vor die Schönschreiber. Ich bin ja als froh, wenn ich meine Schrift am nächsten Tag überhaupt noch lesen kann. Das hier ist die M-Ausführung. Man sieht hier ein ganz kleines M hier drauf für mittlere Schreibstärke. Das gibt es, glaube ich, in 5 oder 7 verschiedenen unterschiedlichen Schriftstärken, diese Federn. Aber diese Feder schreibt hier sehr schön. Er ist super kompakt, was natürlich gut ist für EDC eigentlich. Aber ohne Clip braucht man natürlich irgendwie so, einfach nur so in die Hosentasche oder Hemdtasche zu schmeißen, ist ein bisschen blöd, stellt sich dann meistens quer. Aber zum Beispiel hier macht sich das natürlich hervorragend, den hier als Schreibgerät zu verwenden. Er hat sehr kompakte Abmessungen. Was haben wir da? Wir haben hier 9,5 cm, 9,4 sogar nur. Und wir haben einen sehr schlanken Durchmesser, gerade ist wichtig hier für die Schlaufe. Wir haben hier fast 9,9 am Kopf, am Deckel, und am normalen Stift haben wir 9,3. Also beides noch unter einem Zentimeter, was natürlich dann hervorragend ist für so eine Schlaufe. Und das Besondere aber eigentlich noch an dem Füller ist, er ist der kleinste Füller, der noch normale Pelikan-Tintenfüller-Minen verwendet, so wie man sie kennt. Man braucht hier keine speziellen Minen oder irgend sowas kaufen oder halt spezielle Tintenpatronen, sondern stinknormale, aus euren Schulfüllern bekannte Tintenminen könnt ihr hier einfach dran stecken und losschreiben. Sehr gut verarbeitet. Nur etwas durch die ganze Schraubgewinderei nicht sehr schnell im Zugriff. Darum gab es hier auch eine weitere KWCO-Veränderung bei mir, aber dazu mehr im nächsten Video über meine Schreibstifte. Ja, wir haben noch was vergessen, genau. Wie schwer ist denn so ein kleines Dingchen mit Patrone, die nicht mehr ganz so voll ist? Er bringt ja gerade mal 9 Gramm auf die Waage im Vergleich zu 30 Gramm vom Böker-Kuli. Sieht man dann mal einen Unterschied, was so ein, was ja der Kit 50 doch an Gewicht hat. 9 Gramm, gut. Sagen wir mal so, wenn die Tintenpatrone ganz voll ist, dann bekommt er 10 Gramm auf die Waage. Aber ein Leichtgewicht im EDC, das eigentlich nicht stört. Man kann eigentlich so immer schön einen Füller dabei haben. Und hat natürlich dann, ich muss sagen, mit Füllern einfach, so geht es mir, habe ich ein schöneres Schriftbild als mit einem Kugelschreiber. Aber Kugelschreiber ist natürlich super praktisch. Darum wird hier auch ein weiterer KWCO Kugelschreiber Einzug halten. Aber dazu dann mehr in einem der nächsten Videos über meine Schreibgeräte. Ein sehr sinnvolles
EDC-Werkzeug im Alltag, genauso wie ein Taschenmesserchen oder eine kleine Taschenlampe. Okay, dann sage ich hier an der Stelle schon mal danke fürs Reinsehen, Bewerten und Kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns morgen in dem nächsten, nochmals, KWCO-Füller-Video. Und bis dahin, ciao und immer schön EDC dabei haben.